Herzlich willkommen zu Step by Step Plus Part 4. Heute geht es um das Angeln mit Steinen und warum Steine in manchen Situationen Fleien vorzuziehen sind. Ja, in den bisherigen Step-by-Step-Videos, wenn wir vom Ufer ohne Boot geangelt haben, dann habt ihr immer Montagen gesehen, die mit einem Blei ausgestattet waren und die haben wir dann immer ausgeworfen. Es ist jetzt aber allerdings so, dass eben dann, wenn man Montagen fischt, an denen weiche Köder wie Tauwürmer oder Calamaris befestigt sind, das normale Auswerfen der Montagen bewirken kann, dass die Würmer beim Aufklatschen auf die Wasseroberfläche abfallen und der Köder eben nicht mehr so ist, wie man das eigentlich gerne hätte. Und um das zu umgehen, haben wir in einem anderen Video der Step-by-Step-Stillgewässer-Serie auch schon gezeigt, dass man mit der Zwei-Routen-Technik, das kann man hier gerade mal verlinken, das Video, sich behelfen kann. Das heißt, man zieht die Hauptschnur wieder zurück, hängt dann erst das Vorfach ein und zieht das Vorfach dann langsam und behutsam wieder zurück zum Gewicht, sodass dort dann eben der Köder unbeschadet ankommt und man wirklich so angelt, wie man angeln möchte. Jetzt ist es allerdings so, dass die Zwei-Routen-Technik im Fluss an ihre Grenzen kommt, und zwar dann, wenn ihr eine zu starke Strömung habt. Dann wird der Druck auf die beiden Schnüre, also von der Hauptroute und der Hilfsroute, zu groß, und dadurch funktioniert eben genau der ganze Prozess, den wir euch da in dem anderen Video im Stillwasser gezeigt haben, nicht mehr. Dann muss man sich eben anders behelfen. Und eine andere Variante dafür ist eben, mit einem Stein zu angeln, beziehungsweise einen Stein auszuwerfen. Ja? Das heißt, man tauscht das Blei, was an der Montage befestigt ist, aus und verwendet stattdessen einen Stein. Und wie das Ganze gemacht werden muss, damit der Stein an der Montage hängen bleibt und man das Ganze dann vernünftig fischen kann, das zeige ich euch gleich, nachdem ich euch aber noch erzählt habe. Und damit der Stein auch wieder abgeht, nicht nur, dass er hängen bleibt. Ja, ne? Genau, er muss auch wieder abgehen, das ist ein Punkt. Darauf komme ich aber gleich noch zu sprechen. Zuerst noch weitere Beweggründe, die dafür sprechen, dass man einen Stein dem Blei vorzieht. Es gibt eben auch Gewässer, die eine Strömung haben, in denen bleibt ein Blei überhaupt nicht liegen im Randbereich. Also ihr werft da ein 360 Gramm Blei rein und ihr seht schon direkt, dass es gar nicht richtig aufkommt und die Montage direkt verzogen wird, sodass effektives Angeln nicht möglich ist. Dann gibt es eben noch den Sog von Schiffen, also wenn ihr in Bereichen angelt, wo Schiffe relativ dicht vorbeifahren, wird ein Blei halt auch eher angezogen als ein Stein. Und es gibt Flüsse oder Gewässer mit Steinpackungen, die wirklich so ausgeprägt sind und so eine Beschaffenheit haben, dass euer Blei, wenn ihr es montieren würdet, sofort nach dem Einwerfen sich da so verkantet, dass ihr es nie mehr rausbekommt. Und wenn ihr da jedes Mal das Blei abreißt, selbst wenn ihr hier so eine Reißleine eingebunden habt, das ist ja nicht zielführend, dann ballert ihr jede Menge Blei da in die Packung und das muss nicht sein. Und deswegen auch der Stein. Carsten hat es eben schon gesagt, der Stein ist dann nicht fest an der Montage, sondern mit einem Abrisssystem. Der Stein bleibt dann in der Steinpackung zurück und ihr könnt den Fisch frei ausdrillen, wenn er denn gebissen hat. Und wie der Stein jetzt bearbeitet werden muss, damit er an der Montage hängen bleibt und auch wieder abgeht, das machen wir jetzt. So, und zwar ist es so, dass ihr dazu zunächst mal hier so eine Spule Sisal braucht. Ja, das ist jetzt unser Sisal aus unserem Sortiment, das müsst ihr nicht kaufen. Ihr könnt euch das auch im Baumarkt besorgen oder sonst wo, wo es solche Schnüre gibt. Aber trotzdem lieber bei uns, ja? Natürlich die Stoneline. Ja. Natürlich lieber bei uns die Stoneline, ganz klar. Aber wenn ihr das kauft, egal wo ihr es kauft, ist es wichtig, dass ihr auf ein paar Dinge achtet. Und ganz wichtig ist, dass ihr schaut, dass es ein hundertprozentiges Sisal ist. Ja, das heißt, dass keine Plastik- oder Kunststofffasern eingeflochten sind, die dann später im Wasser nicht verrotten und zurückbleiben, weil das ist dann letzten Endes mutwillige Umweltverschmutzung und das will von uns keiner. Und dafür gibt es ja auch die Sisalschnüre, die sich komplett im Wasser auflösen und dann nach relativ kurzer Zeit eben komplett verschwunden sind und der Umwelt nicht zur Last fallen. Ja? Und worauf ihr auch noch achten solltet, ist eben der Durchmesser, denn es ist so, wenn man einen zu geringen Durchmesser verwendet oder eine Schnur mit einem zu geringen Durchmesser, dann kann es dazu führen, wenn man die jetzt hier, was ich gleich machen werde, um einen Stein bindet,
dass das dann hier scheuert. Und im schlimmsten Fall scheuert die dünne Schnur dann einfach komplett durch und der Stein fällt raus. Das will kein Mensch. Ihr müsst alles wieder neu machen. Das könnt ihr euch sparen, indem ihr einfach hier auf eine dicke Schnur zurückgreift. Kurze Info, wir haben hier 4 mm Durchmesser. Wir haben verschiedene Durchmesser probiert. Und 2 mm Durchmesser, das ist so eine Grenze, das ist zu dünn. Darum muss man auf jeden Fall einen Tick dicker gehen als 2 mm. Die Schnur hat so circa, ist ja nicht genau rund, aber so circa 4 mm. Genau. Ja, und wie gehe ich jetzt vor, um die Schnur jetzt an den Stein zu bringen? Na, zunächst mal wickle ich mir hier mal ein Stück ab. Das ist immer so, ich mache mal so einen Meter mal ungefähr ab. Ist wahrscheinlich jetzt viel zu viel für den kleinen Stein. Aber jetzt besser zu viel wie zu wenig. Ja, und dann habe ich hier mein Stück Schnur und dann lege ich mir am Ende eine ganz normale Schlaufe. Ganz normaler Schlaufenknoten im Prinzip. Zieh den zu, da müsst ihr manchmal ein bisschen nachhelfen. Das ist halt dann, weil das Material so dick ist, manchmal ein bisschen schwergängiger, aber das funzt. So, das überstehende Ende, das schneide ich schon mal ab, weil das braucht schon mal nicht ins Wasser. Muss ja nichts unnötig ins Wasser kommen. Und dann habt ihr hier die Schlaufe. So, dann hole ich mir den Stein und dann gucke ich mir immer an, was hat der Stein für eine Kontur. Und dann sehe ich, okay, er hat hier überall diese Rillen. Und die nehme ich als Anhaltspunkt, um meine Schnur da direkt mal drüber zu legen. Denn ich weiß, wenn ich das gleich auf Spannung bringe, denn ich verschnüre das jetzt gleich wie so ein Paket, müsst ihr euch das vorstellen. Und ich weiß, wenn die Schnur in so einer Rille hängt, dann wird die nicht nach rechts oder links verzogen. Und das ist ganz wichtig, das Ganze muss nachher schön unter Spannung stehen und darf vom Stein nicht abrutschen. Und dann kommen uns solche Rillen eben extrem entgegen. So, dann führe ich das andere Ende der Schnur durch die Schlaufe durch. Drück mir das noch ein bisschen zurecht, ja. Dann ziehe ich das fest und dann lege ich hier direkt, mache ich immer einen Knoten drauf, weil dann rutscht das schon nicht mehr auf. Carsten, siehst du so? Ich sehe es. So, ziehe mir das so zusammen. Also, anderes Ende durchgezogen, Knoten drauf gebunden. Kann nicht mehr raus, in der Richtung nicht, ist das fix schon. Und jetzt gehe ich quasi noch in der anderen Richtung um den Stein, lege das rum. Wickel das dann auf der quer kommenden Sisalschnur einmal rum, sodass das so aussieht. Guck dann wieder, ob ich hier in der Kante eine Kontur habe. Hier ist jetzt nicht viel, nur so minimal, aber das nutze ich dann, weil da drin bleibt sie dann, wenn so eine Spannung steht, auf jeden Fall liegen. Und dann gehe ich wieder unten drunter und schließe das Ganze quasi ab. Also ich bringe das Ganze dann nochmal auf Spannung, halte einen Daumen drauf, damit die Spannung beibehalten wird. Dann ein ganz normaler Knoten, hier einen Daumen drauf halten, weil wenn ihr den jetzt loslasst, bevor ihr zusammenzieht, dann passiert das, dass sich das ganze Gebilde hier wieder ein Stück lockert, ein Stück aufspringt und das ist genau der Fehler, weil wenn das sich hier minimal lockert, dann kann es schon passieren, dass der Stein nachher aus der Schlaufe fällt und dann könnt ihr es wieder neu machen. Deshalb hier einen Daumen drauf. So, und dann zieht ihr das Ding einfach zusammen. Man kann jetzt noch einen zweiten Knoten drauf machen. Sicherheitsknoten. Nur zu deiner eigenen Sicherheit. Zu meiner eigenen Sicherheit. Grüße an Stefan, falls er das sieht. Ich habe mir das angeguckt, sagt er dann nachher. Oh nee, schön. Ja, und dann schneidet ihr eben, wenn ihr es zusammengezogen habt, das überstehende Ende ab. Und dann ist euer Stein schon komplett fertig. Zumindest fertig vorgebunden. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ich habe schon Leute dabei gehabt, die haben da 80 Mal drum gewickelt und haben für einen Stein 5 Meter verbraucht und nachher ist er trotzdem weggerutscht. Das braucht ihr nicht. Muss nicht sein. Ihr habt gesehen, ich habe das jetzt auch, ich habe mich schon komplett verschätzt. Ich hatte ungefähr, würde ich sagen, einen Meter abgelenkt. Das hier ist übrig, hätte ich mir eigentlich sparen können. Aber letzten Endes passt das so. Wenn man die Wicklungen vernünftig legt, dann reichen wenige. Und was ihr dann immer noch machen solltet, wenn ihr ihn habt, probiert aus, ob er irgendwie rausfällt aus eurer Wicklung. Weil wenn er das nicht tut, dann wisst ihr, dass er vernünftig zum Angeln ist. So, und jetzt habt ihr hier eure Montage bzw. euren Upliftboom, in dem vorher noch das Blei hing. Und ihr habt den Stein. Jetzt könnte man das Ganze natürlich so einhängen in den Upliftboom. Würde mit Sicherheit auch gehen. Aber ist halt relativ sinnfrei, weil dann habe ich das Ganze ja fest verbunden. Und ich habe eben gesagt, der Stein bleibt in der Steinpackung zurück. Und deswegen muss jetzt hier eine Sollbruchstelle hin. Und diese Sollbruchstelle ist eine Reißleine, wie beim Welsangeln so oft.
und ich greife hier auf die Breakline in 0,30 mm oder 0,35 mm zurück. Ist ein relativ geringer Durchmesser für eine Reißleine, hat aber die folgende Bewandtnis. Erstens mal ist der Stein hier sehr leicht. Ja, das heißt, wenn ich hier jetzt eine 50er Reißleine dran knote, kann es sein, dass der Stein nicht abreißt im Drill und mich dann im Drill auch behindert. Und zum anderen ist es eben so, dass ich ja meinen Verbindungspunkt an der Montage freilaufend montiert habe. Und dadurch, dass der freilaufend ist, fällt es mir ohnehin schon schwerer, die Reißleine zu kappen. Und dem kann ich eben positiv entgegenwirken, indem ich einfach eine recht geringe Reißleinenstärke verwende. Und ja, wie eine Reißleine gebunden wird, das habe ich auch schon in einem separaten Video gezeigt. Das zeige ich aber jetzt hier auch nochmal, weil es echt kein Hexenwerk ist. Kannst du es nachher für mich nochmal extra machen, nach dem Video? Ganz langsam. Ja. Weil das, ich sehe schon, das ist zu schnell für dich. Ja, gerade für mich. Ja, ja. Hast du jetzt nicht gesehen, wie ich das gemacht habe, oder? Nee, stimmt. Ich war komplett... Nochmal zurück. Ich muss das ja auch nicht sehen, weil du zeigst mir es ja nachher nochmal. Genau. Kannst ja auch danach, wenn das Video fertig ist, nochmal gucken. Genau. Das ist ein guter Tipp auch für die Zuschauer. Immer wieder die Videos gucken, immer ja? Immer wieder. Bis es drin ist. So. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir ein kurzes Stück Reißleine abgelenkt, habe auf jeder, an jedem Ende eine Schlaufe festgemacht und mache jetzt hier einen Zuzieher. Der Franzose sagt Buckle à Buckle. Mache ich Buckle à Buckle, das heißt Schlaufe in Schlaufe. Hast du mal französische Magazine befeuert mit Texten oder was? Der Wahnsinn. So. Und jetzt habe ich hier meine Reißleine fertig und ihr seht schon und ihr ahnt wahrscheinlich schon, wofür die obere Schlaufe gut ist. Ganz genau. Für das Einhängen im Upliftboom und dann sieht meine Montage so aus. Ich werfe die nachher, also wenn sie dann im Wasser ist, bringe ich das Ganze auf Spannung und wenn dann der Wels beißt und ich setze den Anhieb, dann reißt diese Reißleine durch. Der Stein mit der verrottbaren Schnur bleibt im Wasser und ich kann den Wels an der freien Leine ausdrillen. Und wir hatten einen geilen Selbsthack-Effekt. Das kommt noch dazu, den Selbsthack-Effekt steigert ihr natürlich auch, weil das Gewicht vom Stein höher ist als das vom Blei und das heißt, der Fisch kriegt vom Stein mehr Gegenzug als vom Blei und dadurch hakt sich der Fisch schon selbst stärker vor, im Idealfall natürlich. Ja, und ich würde sagen, dass wir das Ding jetzt mal ausbringen, weil wie das rausgebracht werden soll, ist für euch jetzt vielleicht noch ein Rätsel, weil egal wie viel Wurfgewicht die Rute hat, die hinter mir steht, das ist auf jeden Fall zu viel und deshalb wird es jetzt nochmal spannend. Also, bevor wir anfangen, erstmal ganz wichtig, ist Vorfach. Das brauchen wir erst später wieder. Das habe ich jetzt mal von der Montage gelöst und auf meinem Drapierbrett sauber angerichtet. Ich lege das jetzt mal hier hin. Darauf macht Hannes mir nachher dann die Brote. Ah ja, mit Liebe und ganz viel Aroma. So, und ihr seht schon, wie das Ganze jetzt hier angerichtet ist. Sagt man angerichtet? Angerichtet. Wir waren so beim Essen schon angerichtet. Wir haben was kredenzt. Ja? Wir haben hier den Rutenhalter sauber hier rein kredenzt mit dem Feuchtel. Und haben die Rute hier reingestellt. Der Feuchtel. Gibt's Feuchtel in Hochdeutsch? Ja? Ich dachte, das wäre Hochdeutsch. Man sagt immer saarländisch Feuchtel. Feuchtel. Schreib's mal in die Kommentare. Ein Fäustling, oder? Ein Fäustling. Feuchtel. Nee, das sind Handschuhe, oder? Ich weiß es. Kennst du die? Die Handschuhe, ja, wo keine Finger haben. Ja. Naja. Mit dem Hammer. Mit einem guten Hammer. So. Das Ding ist drin. Die Rute steht drin. Die HR20 ist auf Auslegeposition und so, dass ich gut Schnur runterziehen kann. So, und dann habe ich hier mein Stein liegen. Ganz wichtig, das versteht ihr später, warum das wichtig ist. Ich habe mir in dem Bereich, wo sich jetzt hier gleich alles abspielt, möglichst alles entfernt, was irgendwie nach Ast aussieht oder irgendwie eine Schnur einfangen könnte. Wie gesagt, das versteht ihr gleich, wenn ihr seht, was ich mache. Also seid da wirklich penibel, weil es erleichtert euch nachher alles. So, und jetzt ist es eben so, dass ich grundsätzlich den Stein nicht mit der Rute ins Wasser werfen will oder werde, sondern ich mache es von Hand. Also so im Kugelstoßer-Style werde ich nachher den Stein so weit wie möglich rauskatapultieren im Fluss. So, und damit ich das machen kann, muss man halt sich ein bisschen was zurechtlegen und zwar im konkreten Fall die Hauptschnur. Und dazu ziehe ich mir jetzt einfach hier Hauptschnur von der Rute runter. Ihr könnt das auch abzählen. Also ihr braucht jetzt erstmal 10 Meter, die ihr hier einfach abzieht. Pro Seite dann, das kann man schon mal sagen. Genau. Ne? So, und dann legt ihr hier den Wirbel einfach hin und legt dann, warte,
Also es können auch 11 Meter sein, das ist jetzt nicht kriegsentscheidend. Ja. Aber nicht weniger als man wirft. Ja? Das ist ja der Grund, damit der Stein schön auch rausfliegen kann, ohne dass er gebremst wird. Ja. Und ihr müsst die Wicklung, wenn ihr euch die zurechtlegt, so legen, dass die nachher, wenn der Stein rausfliegt, die von oben wegziehen kann. Ja? Und auch so sauber legen, dass sie jetzt nicht hier schon unter irgendeinem Gras hängen oder so, sondern dass die sauber nachrutschen und ins Wasser fliegen können. Ich glaube, jetzt habe ich 3 Meter. 4 Meter. So, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, waren das 10 Meter. Und das Ganze muss ich jetzt nochmal genauso auf der anderen Seite machen, beziehungsweise eigentlich nicht genauso. Denn hier muss ich mir jetzt erstmal die 10 Meter von der Rolle ziehen und muss sie mir dann wieder so hinlegen, dass der Stein die Wicklung wieder von oben wegziehen kann. Weil wenn ich jetzt einfach von der Rolle ziehe und lege sie direkt übereinander hin, dann funktioniert das nicht. Dann ist es genau verkehrt rum. Und deshalb fange ich jetzt hier einfach wieder an und lenke mir erstmal 10 Meter ab. So, und jetzt fange ich an, nachdem ich die 10 Meter abgelenkt habe, und lege mir die Wicklung sauber zurecht. Immer schön übereinander. So. Jetzt habe ich hier schon einen Meter zu viel gezogen. Das macht nichts, dann ziehe ich wieder zurück. So. Gleiche Länge auf beiden Seiten. Gleiche Länge, das ist halt ganz wichtig. So, und dann wird es im Prinzip spannend. Für mich jetzt auch, weil ich weiß noch nicht, wie weit ich den Stein schaffe. Dann hebt ihr den erstmal an. Ich mache es dann eben so, dass ich wirklich, wie ich es eben schon gesagt habe, in Kugelstoßermanier von unten nach oben werfe, weil ich eben dadurch die Schnur direkt mal vom Boden abhebe. Wenn ich von unten hochwerfe, könnte es halt sein, dass die Schnur, die nachgezogen wird, eher in Kontakt gerät mit irgendwelchem Uferbewuchs. Und bevor ich jetzt werfe, stelle ich mich auf jeden Fall noch hier auf meinen Wirbel, aufs Ende der Montage, damit der nicht nachfliegen kann, im schlimmsten Fall. Aber ich stelle mich eben keinesfalls noch auf irgendeine zusätzliche Wicklung, weil dann funktioniert das nicht. So, und jetzt wird es spannend. So, das Ding liegt. 2 Meter Luft, perfekt, oder? 2 Meter Luft, so kann man auch wunderbar arbeiten hier. Dann gehe ich hier hin an mein wunderbar antrapiertes Anrichtbrettchen. Und mein Vorfach, passe auf, dass es sich nicht verheddert, was es aber jetzt schon nochmal tut. Hänge das Ganze in den Karabinerwirbel ein. So, dann gehe ich eben zur Rute. Schließe die Rolle und fange damit an, die Hauptschnur langsam durch den Upliftboom zu ziehen. Schau dabei, dass ich hier nicht irgendwelche unnötigen Hindernisse in der Schnur habe. Kurbel weiter und ihr seht schon, die Schnur zieht sich sauber durch. Das heißt, es hat alles geklappt, es hat sich nichts verheddert beim Wurf. Das ist immer so ein bisschen Risiko. Es kann auch mal sein, dass man das neu machen muss. Hier hat man jetzt Glück. So, und dann setze ich eben diesen weichen Köder, der genauso bleiben soll, hier ins Wasser. Nicht ins Gras, ne? Nicht ins Gras. Und kurbel ihn mit Gefühl bis zum Stein. Und wenn ihr da angekommen seid, dann ist es wie bei der Zwei-Routentechnik, wenn ihr das Ganze gegen das Blei zieht, ihr merkt, dass das sauber da anschlägt. Am besten hier immer mit der Hand, da hat man immer das meiste Gefühl, dann nochmal nachziehen, wie viel man noch hat. Und das dann unten nachspannen. Und ich merke, ich ziehe jetzt gegen den Stein. So, und jetzt sitzt das Ganze. Jetzt bringe ich noch in Strike-Position, stelle mir noch meine Rolle so ein, wie ich es gerne hätte. Und dann kann man eine Route abspannen, obwohl man kein Boot hat, ne? Und dann kann man eine Route abspannen. Und jetzt habt ihr hier eine Montage, bei der der Köder, der weiche Köder, noch komplett vorhanden ist, obwohl sie in gewisser Distanz zum Ufer liegt. Ihr habt eine Montage, die liegen bleibt bei viel Strömung, bei viel Sog vom Boot und die dann freigegeben wird, wenn ein Fisch beißt, weil ihr nichts habt, was irgendwie dauerhaft in der Steinpackung sich verkeilen könnte. Und ja, jetzt kann man im Prinzip nur hoffen, dass hier sich heute Abend, wenn es jetzt nachher dunkel geworden ist, ein Fisch einstellt. Wir sind gespannt wie ein Flitzebogen.
Wir haben die erste Uferkante erreicht. Die erreicht man eigentlich immer mit den Würfen. Wenn nicht, muss man ein bisschen üben. Aber normalerweise diese Meter bis zur ersten Uferkante schafft man immer. Und das ist auch immer ein Bereich, auf jeden Fall im Fluss, wo ein Fisch vorbeizieht, um Beute zu machen. Wo ein Wels vorbeizieht, um Beute zu machen. Und wir sind echt gespannt. Und damit wären wir im Prinzip auch dann schon am Ende angelangt von unserem Steinvideo oder Steinmontagenvideo oder keine Ahnung, wie man es nennen will, Steine werfen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht habt ihr das noch nicht gekannt und konntet da jetzt was für eure Angelei ein bisschen mitnehmen. Falls euch das Video gefallen hat und ihr wollt noch weitere Videos auf diesem Kanal sehen oder vielleicht auch weitere Step-by-Step-Teile, dann solltet ihr auf jeden Fall Abonnent werden, sofern ihr das noch nicht seid. Solltet die Glocke aktivieren, damit ihr immer mitbekommt, wenn sich was Neues auf dem Kanal tut. Und wenn ihr euer Tackle gerne online kauft, dann schaut auch mal bei unserem ZEKFishing Online-Shop vorbei. Und falls ihr dort bestellen solltet, dann verwendet auf jeden Fall den Bestellcode ZEK, denn dann bekommt ihr noch was umsonst in eure Bestellung dazu. Und gleichzeitig unterstützt ihr den ZEKFishing Wells Kanal. Kleine Erklärung, warum. So sehen wir halt einfach, welche Kanäle werden gefeiert und wo müssen wir vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauflegen. Und welche Kanäle werden nicht so gefeiert. Die werden dann nicht ganz so krass supportet wie die Kanäle, die gut laufen. Ganz genau. Und ZEKFishing Wells läuft ja gut an der Stelle. Deshalb von meiner Seite aus auch. Ihr habt mich noch gar nicht gesehen hier im Video. Ist ja egal. Carsten ZEK hier in der Cam, Kamerakind. Vielen lieben Dank für euren Support und eure Views. Sag ich auch. Dankeschön, ja. Man kann nicht oft genug Danke sagen. In dem Sinn. Vielen Dank, bleibt gesund, macht's gut, fangt ein paar Fische. Bis demnächst. Ciao.